Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Vielen Dank für die Leute, die ein Like da gelassen haben. Wir sind ja hier immer noch in der schönen Affenanstalt. Ja, kann man das so sagen? Also zumindest nicht schön, wo wir gerade sind. Nehmen nochmal eine Yacht. Ich mache mir nochmal was rein. Ja, gucken, was die nachladen. Ob es jetzt besser wird oder nicht. Schauen wir mal. Weil das ist hier ganz schön alter, ne? Ja. Bisschen so anstrengend, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Hat ein bisschen doof gespeichert, hätte auch hier speichern können. Also nach dieser Sequenz. Weil wir wissen ja jetzt, durch die letzte Folge, dass wir hier eigentlich im Gehege der Affen sind, sozusagen. So direkt erstmal die Wäsche. Ja, aber in der letzten Folge war das so verschwommen. War das gut. Also, wahrscheinlich ist das bei euch auch, aber ich frage mich wieso. Jetzt ist alles normal. Bei uns das so schlecht bin. Ja, direkt erstmal wieder. Ping-Pong. Wenn das nur zwei. Hey, das ist unfair. Oh, Alter. So, letztes Mal das hin. Warum halten die hier so viel aus? Alter, endlich. Oh, komm. Ist das euer Ernst jetzt? Jetzt seid ihr abgenüppelt. Oh. Ruhe hier! Ja? Jetzt haben wir hier das Sagen. Jetzt sind wieder Ober King Kong. So, geht's ja nicht, Alter. Jetzt kommt da jetzt noch einer. Reicht jetzt. Nicht verschwendete Zeit hier. Wir müssen unsere Alte retten. Hätten wir auch wahrscheinlich durchsteigen können, aber ihr kennt mich ja. Nichts geht über Gewalt. Ja, was sind hier drin? Hast du es nicht gefunden, Liebling? Ist schon in Ordnung. Ich weiß, dass du es versucht. Ich warte auf dich. Alter, wir reißen uns hier gerade den Arsch auf, ja? Ich möchte, wir kämpfen hier gegen Gorilla. Du bist hier. So. Ach schon, Alter. Müsstest du jetzt wissen, die ist im Zug. Jung. Unsere Maske auch noch kaputt. Kann ich mal jetzt in eine Werkbank kommen? Ich würde gerne mal unsere Munition wieder aufstocken.
Wo ist eigentlich Mila? Der wollte auch hier sein. Jetzt langsam, ne? Mach mal her. Okay. Ja, aber das muss doch gefühlt sein. Ach, ist es so. Ja gut, ne, wer weiß, wie kalt das da ist. Ich sag gar nichts. Jo, Alter. Da kommt auch was. King Kong. Du willst mich verarschen? Alter, die scheiß Affen, wie viele leben von denen denn? Oh, eh. Sind das Mutete-Affen? Oder sind die auch mal ehemalige Menschen gewesen? Direkt drin. Alter. Du machst mich fertig, Junge. Mein Herz. Komm, aufstehen, Junge. Jetzt haben wir es geschafft. Vielen Dank, dass auch mal wer zu Hilfe kommt. Also wir kriegen uns hier durch. Artyom, bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Nur eine Minute. Gleich geht es dir besser. Du hast es gefunden. Wehe, du stirbst. Denk nicht mal daran. Was soll ich dir denn dann sagen? Nicht schlafen, Soldat. Oh, Alter, wir du nübelst jetzt ab. Nicht schlafen. Hast mir zwar nicht viel geholfen, aber... Ich weiß nicht, wie... Bleib bei mir, Artyom! Ich habe noch ein paar Medic-Packs gekauft. Ich glaube drei. Jach sie mir rein! Alle! Ich möchte nicht sterben. So, Musik habe ich noch. Nicht abstürzen jetzt. Okay. Ist er tot, lebst, oder was? Du lebst! Ich dachte schon, ich wäre wieder alleine. Steh auf! Schnell! Er schläft. Wenn sie so werden, lässt man sie besser in Ruhe. Von hier aus geht es nur noch geradeaus. Er wollte mir das Fahren beibringen, aber... da wurde nichts draus. Alter. Er ist tot, ne? Also wenn der schläft, dann schläft er ganz schön tief. Weil ich habe gerade Gänsehaut. Du kannst fahren? Hurra! Wir fahren wieder! Ja. Er hat die Karte gefunden. Hat gesagt, Papa wäre ein echter Held. Dass er uns alle gerettet hätte. Er kann rein nichts sagen. Auf dem Rückweg wurden wir von Mutanten angegriffen. Aber er hat sie alle erschossen. Peng!
Genau zwischen die Augen. Dann kamen wir zum Fluss und da waren diese Würmer und tiefes Wasser. Also trug er mich auf den Schultern. Das ist ein echter Held, der Hitler. Der Miller. Entschuldigung. Wow, so viele Autos. Junge, wir fahren ins Licht. Das ist der Mond. Wie schön. So viele neue Sachen. Wir haben es gleich geschafft, hoffentlich. Vielleicht ist die Hoffnung auch nicht für Müller zu spät. Wir schaffen das. Die letzte Etappe schaffen wir jetzt auch noch zusammen. Und Waggons, alles zugestellt. Ja, warte mal ab. Wir haben ganzen Zug. Da kannst du mal einen Gang runterschalten. Hier mit einem Fünffinger hochzufahren, ist nicht so geil. Aber ich hoffe, wir sind gleich da. Halt durch, Junge. Hey, wach auf! Wir haben es gleich. Bitte, nicht einschlafen. Ja, bin ein bisschen verletzt, mein Junge. Aber wir sind bei den Gleisen. Jetzt müssen wir nur warten. Ach, Gott sei Dank. Hoffentlich hat sich das gelohnt für das, was wir gekämpft haben. Unser alter Freund hat uns verlassen, der uns so lange begleitet hat durch die Metro. Er hat uns so lange begleitet und jetzt hat er uns das Leben gerettet. Das ist mal ein Schneeflug. Ja, du kommst jetzt mit uns, damit du nicht alleine bleiben musst.
Okay. Er erzählt nichts. Seid vorsichtig. Er ist stark verstrahlt. An der Leiche des Obersts bekam ich nicht mal eine ordentliche Anzeige. Die Skala hat nicht gereicht. Halte durch, Artyom. Wir bringen dich wieder auf die Beine. Wie konnte das nur passieren? Konzentrier dich, Katja. Was machen wir jetzt? Sag schon! Wir müssen ihm so viel Blut wie möglich geben. Also eine Transfusion. Wird ihn das retten? Ja. Es wird ihn etwas länger am Leben halten, solange es Blut gibt. Welche Blutgruppe hat er? AB positiv. Dann können wir ihm jede Blutgruppe geben. Hol alle her! Nicht einschlafen, Artyom! Du darfst jetzt nicht schlafen! Der ist aber süß. Bleib bloß am Leben. Das ist nicht dein Ziel, Artyom! Du bist noch nicht da! Nicht einmal annähernd. Das ist nicht deine Station, sondern eine Sackgasse. Nicht dein Ziel. Hörst du mich? Es sind zu wenige von uns übrig. Zu wenige. Wir halten das durch. Artyom, bitte. Bitte, verlass mich nicht. Ich brauche kein Medikament. Nicht zu diesem Preis. Ja, ich werde jetzt leben, aber was habe ich ohne dich davon? Hör auf! Sag so etwas nicht, Anna. Du hast sie gerettet, Artyom. Du hast sie gerettet. Es war nicht umsonst, verstehst du? Sie wird leben. Es ist wohl wahr. Oh. Jetzt reicht's. Mehr kann er nicht geben. Seht ihr das nicht? Wir haben kein Blut mehr. Anna, du solltest dich wirklich ausruhen. Mein Vater ist tot. Verlass du mich nicht auch noch, Artyom? Erkennst du mich? Ich bin's, Eugene, von der Ausstellung. Schon vergessen? Und ich warte hier die ganze Zeit. Du bist mir ein toller Freund. Fuck, wer war das? So sehen wir uns also wieder. Hattest du deinen Freund Urban vergessen? Quatsch. Ja, so ist das. Du bist nicht sehr lange hier geblieben. Aber so läuft das in dieser Welt. Kämpft und kämpft und ist doch am Arsch. Ich würde sagen, du schaust dich mal um. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Wir haben viel Zeit. Mehr als genug, um über alles zu reden. Alter. Hallo, Artyom. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dich hier zu sehen. Ich dachte, dein Schicksal sei ein anderes. Das ist doch Kahn. Ein größtes. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein kleiner Junge an der Ausstellung warst, der davon träumt, eines Tages seine Mutter zu sehen. Hattest du deshalb die Luftschleuse am Botanischen Garten geöffnet? Sieh dich jetzt an. Ich kehre bald in die Metro zurück. Aber du, hier geht die Sonne niemals auf, Artyom. Diesen Zug kann man nicht anhalten. Man kann auch nicht aussteigen. In dieser Welt gibt es keine Station.
Wer genug Geduld und Mut hat, sein ganzes Leben lang in die Finsternis zu blicken, wird der Erste sein, der das Licht aufleuchtet. Erinnerst du dich daran? Warum also? Nicht genug Geduld? Und was, wenn hier gar keine Stationen sind? Wer würde schon anhalten wollen? Na los, du Stahlhaufen, mach schneller! Wir werden hier alles aufmischen, den Toten neues Leben einhauchen. Ja, ich muss jetzt gehen. Und du bestell allen einen Gruß von mir. Ich werde zu Hause alle von dir grüßen. Na los, komm schon. Ich mach dich zum Obermaat. Wir haben eine lange Reise vor uns. Eine ewige Reise. Ich werde etwas Hilfe brauchen. Worauf wartest du also? Eine Entschuldigung? Da wird nichts draus, Archon. Jeder tut, was er tun muss. Die Pflicht eines Soldaten ist es, den Feind zu erschießen, nicht Fragen zu stellen. Du hast getan, was du konntest. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir gut gemacht. Wir haben alles gegeben. Um den Rest können sich die Lebenden kümmern. Hey, was ist das? Das ist merkwürdig. So etwas sehe ich hier zum ersten Mal. Sieh mal, wie wäre es, wenn wir das Ding anhalten? Hä? Hilf mir mal! Na los! Tja, John, schau dich um. Du kannst das Schiff jetzt verlassen. Das ist unfair. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir glücklich sein können. Und jetzt gehst du. Das Leben, von dem wir geträumt haben, bleibt uns dann verwehrt. Aber du bist losgegangen und hast alles aufgegeben. Für mich. Dafür hasse ich dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen, hier alleine zu bleiben. Aber ich werde es tun, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr. Auf Wiedersehen, Artyom. Ja, das ist das dritte Ende von Metro Exodus. Es gibt ja noch zwei andere. Und ich habe gedacht, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir das richtige Ende bekommen. Aber leider nicht. Ich werde mal schauen, vielleicht mache ich das so wie in Last Light, dass ich die anderen Enden auch noch mit hochladen tue. Werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass doch bitte ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.